Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg. Zack, so, da sind sie unterwegs. Unsere Züge mit Öl. Oh, schön, es schlängelt, macht und tut. Wunderbar. Gut, also dann sind wir hier stehen geblieben. Und zwar bei diesem schönen Madrider Güterbahnhof, den wir neu hier gebaut haben. Zur Kunststofffabrik hin. Genau, also Öl hier hin, Kunststoff hier weg. Das ist die Produktion. Jetzt der Kunststoff, der muss zu einer Warenfabrik, zusammen mit, glaube ich, Stahl. Das haben wir gestern geguckt. Jetzt würde ich mal schnell gucken, haben wir hier irgendwo eine Warenfabrik? Wahrscheinlich auch nicht. Ist aber auch egal, die können wir natürlich ebenfalls freisetzen. Das würde ich dann auch mal tun. Die Frage ist, wohin mit dir? Ich möchte auch nicht quer, jetzt irgendwie hier rüber, dann wieder zurück. Von daher können wir das eigentlich wirklich selber setzen, das Ding. Zumal ich wirklich keine sehe. Haben wir denn echt nirgends eine Warenfabrik? Naja, ist ja egal. Wir schauen mal. Wo war das jetzt? Wo war diese Geschichte? Jetzt, jetzt muss ich das wieder suchen. Hier hinten war es. Vielleicht eher irgendwie in den Bereich hier, dass wir hier irgendwie noch irgendwie hinkommen. Irgendwo hier hin. Und dann irgendwie die Gleise mitnutzen. Oder sagen wir ein bisschen weiter? Wir gehen mal hier runter. Guck mal, hier haben wir doch Platz. Ja, dann schauen wir, wie wir hier runterkommen. Da könnten wir die Gleise eigentlich mitnehmen. Oder die hier. Ja, wir gucken, was wir mitnehmen. Wir machen hier jetzt einfach mal eine Warenfabrik hin. Also, Warenfabrik Ahoi. Haben wir da vielleicht sogar eine gemoddete? Da gibt es natürlich alles, vor allem von ihren Chinesen, den ich ganz liebevoll immer ihren Chinesen nenne. Nicht falsch verstehen. Ölplattform, Fahrzeugrecycling, da weiß ich jetzt nicht, was das macht. Nehmen wir, was ist das hier? Einkaufszentrum, auch schön. Nehmen wir das, was wir hier vom Spiel her haben. Jetzt muss ich aber schnell gucken. Hier ist sie, die Warenfabrik. Da sehen wir dann auch gleich nochmal, was wir dafür brauchen. Eben Kunststoff und Stahl, würde ich behaupten. Guck mal, das passt doch hervorragend hier hin. Und dann so mit einer Einfahrt, so ein bisschen hier an Neuhaus-Schierschnitz ran. Gefällt mir jetzt schon. Ja, da sehen wir es nochmal. Stahl und Kunststoff. Passabene, ne Straße. Das dürfte eigentlich sogar gerne eine städtische sein, finde ich. Ganz einfach, weil wir hier ja noch im Stadtgebiet drin sind, mehr oder weniger. Moment, aber da muss ich nicht darüber, da muss ich nur hier rein. Und von hier aus gehen wir da rein. Und dann haben wir das bereits angeschlossen. Jetzt bräuchten wir hier noch richtig einen Bahnhof. Das machen wir doch glatt. Aber jetzt würde ich nicht nochmal den Madrider nehmen. Jetzt nehmen wir irgendwie was wir sonst haben. Güter. Was ist das hier? Das ist eben der Madrider, genau. Wir transportieren leider kein Öl. Jetzt hätte ich das hier auch noch. Das Teil. Aber wir werden nochmal was mit Öl machen. Warum habe ich eigentlich den nicht genommen beim anderen Ding? Naja, nicht dran gedacht oder noch nicht installiert gehabt. Das kann ja auch sein. Also installiert schon, aber nicht aktiviert. Ein Kopfbahnhof? Nö. Weil wir müssen hier ja dann tatsächlich mit den Waren noch raus. Und wir müssen mit Stahl noch hier rein. Das heißt, wir brauchen, machen wir mal 5 Gleise. Die brauchen wir tatsächlich. Wobei, wenn wir das jetzt so machen, stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, ob das nicht doch ein Kopfbahnhof sein darf. Ja, und wir sind hier eh am Ende der Map. Lass uns hier einen Kopfbahnhof machen, dann kann ich den nämlich hier hinten irgendwie anschließen. Wenn es irgendwie geht, da ist noch was im Weg. Dann hätten wir hier ein totes Gleis, das ist auch nichts. Aber wisst ihr was, das stört mich hier. Das muss mal weichen. Und irgendwie müssen wir jetzt hier an das Ding rankommen. Wie dockt das an? So wird es andocken, glaube ich. Ja, so dockt es an. Also, dann kommst du zack hier hin. Sauber, eine Straße brauchen wir natürlich trotzdem. Dann nehmen wir aber wieder eine städtische, würde ich vorschlagen. Und machen das mal nicht so, sondern ich hab's gleich. Ja, denkst du, das hat hier einen großen das hat hier eine große Kante. Wir können es, glaube ich, auch von hier aus machen. Jawohl, das geht auch. So, dann hängt sie an der Straße dran. Dann wünsche ich euch, liebe KI, frohes Bauen. Dann passt das. Gut, jetzt müssen wir natürlich gucken. Ja, hängt dran. Ja, erstmal den Kunststoff hier runterbringen. Den haben wir da oben. Ja, sollen wir das Gleis nutzen, was wir haben? Oh, schön, da ist gerade wieder einer noch unterwegs hier. Sind die schon dran? Wahrscheinlich nicht unbedingt. Ne, die kriegen noch kein Öl. Ja, das habe ich ja gesagt, da müssen wir dann auch ein bisschen gucken. Ob wir hier genug Öl kriegen. Öl zur Kunststofffabrik. Da haben wir ein einziges Fass. Ölgaffrad haben wir. Das reicht hier wahrscheinlich nicht, wenn wir hier diese 200 haben. Das heißt, wir müssten hier nochmal Rohöl hinbringen. Okay, das würde ich jetzt aber nochmal kurz verschieben. Ich möchte erst diesen Zug hier haben. Beziehungsweise diese Strecke. Also, von dem Bahnhof geht es hier raus. Da nehmen wir sicherlich das Gleis mit, was wir hier haben. Das wäre das hier. Da müssen wir dann auch noch gucken. Oder sollen wir das anders machen?
Ich weiß nicht, ich kann wahrscheinlich hier nicht raus. Das ist ein Teil der Mod. Also die Idee wäre gerade, ich kann es euch schnell zeigen, dass wir hier irgendwie rausgehen. Nee, da komme ich natürlich nicht raus. Das ist ein Teil der Mod. Und dann sind wir hier gleich im Tunnel drin. Das hier ist alles Mod. Und hier fängt es dann an. Wir können natürlich beim Tunnel raus. Das würde gehen. Dann kämen wir hier rechts dran vorbei. Oder halt eben das bestehende Gleis nutzen. Das Problem ist ein bisschen, wir haben hier so einen langen eingleisigen Abschnitt. Oder wir machen den halt noch zweigleisig. Dann komme ich hier wieder nicht vernünftig rein. Ja, ich bin gerade selber ein bisschen hin und her gerissen. Das hier, das schreit nach Wartezeit, wenn wir das so machen. Oder kann ich? Ne, hier kann ich halt auch nicht. Das ist ja tatsächlich alles ein Teil der Mod. Da komme ich mit den Gleisen nicht raus. Das geht nicht. Wenn, dann hier. Das würde gehen. Dass wir es hier zweigleisig haben. Ich weiß noch nicht, ob das Tunnel mitspielt oder ob das dann komisch aussieht. Ich würde das hier mal zweigleisig noch machen. Dann können wir die Gleise nutzen. Bin ich hier soweit richtig? Das sieht eigentlich sogar relativ gut aus. Dann kappen wir diese Weiche. Das Signal kann auch weg. Klar, da kriegen wir eine Fehlermeldung. Zack, aber die müsste jetzt behoben sein. Gut, jetzt muss ich aber schnell gucken. Jetzt habe ich ein Signal gekappt. Da stellen wir hin. Hätten wir natürlich jetzt von Anfang an auch zweigleisig machen können. Fragt mich keiner, warum ich das nicht gemacht habe. Irgendwie hatte ich die Idee, wir machen das eingleisig. So, hier nochmal ein Block. Dann haben wir hier Kollege Tunnel und da brauche ich noch hier vorne was. Aber dafür haben wir unsere Tunnelsignale. Blinkend. Blinkend klingt gut. Wir machen mal blinkend. Wo ist das hier? Hier ist das zweigleisige fertig. Einmal den. Und dann machen wir hier. Ne, da ist ja dann da hinten das Signal. Gut, zweigleisig müsste das noch sein. Jawohl, da ist nichts passiert. Gut, jetzt müssen wir das eigentlich so nutzen können. Das heißt, wir nutzen das zweigleisig, düsen nach hier vorne. Haben hier den Bogen. Der führt uns dann hier in den Bahnhof rein und das ist, was wir nicht wollen. Sondern wir wollen, im Prinzip, wenn man es genau nimmt, wo wollen wir gleich nochmal hin? Hier hin, da rein. Ja, da könnten wir jetzt auch nochmal eigenes Gleis nehmen. Oder wir düsen hier auf eine Brücke rauf, die dann frech hier rüber geht und hier wieder einfädelt. Oder ans Gleis rangeht. Ich würde hier das Gleis nicht mal mitnutzen, sondern vielleicht nochmal einen eingleisigen Bereich machen, der dort in den Bahnhof reingeht. Finde ich eine gute Idee. Die Frage ist halt, wie sieht das aus, wenn hier nochmal eine Brücke rüber geht? Ich behaupte mal, das sieht relativ gut aus, vermutlich sogar. Wir testen es mal. Wir bauen mal zuerst die Brücke, würde ich vorschlagen. So, auf der Höhe von hierher kommend. Höhe bitte generieren. Irgendwie so. Oder wir machen eine Kurve. Eine kurvige Brücke. Was sieht besser aus? Das sieht wahrscheinlich besser aus. Und wir nehmen irgendwas Schönes. Die sieht halt, irgendwie sieht die schon schäfig aus, aber die sieht auch schäfig aus. Wir haben lauter schäfige Brücken. Sowas? Nee. Nee. Haut mich nicht um. Die ist, das ist eine Schnellzugbrücke. Wir können ja bei denen hier oben nochmal gucken. Irgendwie sowas. Und dann in grün. Ja, mit diesem Gitter. Das ist mir zu achterbahnig, muss ich gestehen. Die sieht gut aus. Die gefällt mir. Die Höhe ist eigentlich auch okay. Ich würde keine Kurve machen. Oder kommt ihr, testen mal, wie es aussieht, wenn wir eine Kurve haben. Also das wäre dann plus minus etwa so hier die Einfahrt. Machen wir das mal, wenn es geht, hier hin. Ist das okay, oberleitungstechnisch? Jawohl. Allerdings, so müsste es dann sein. Ja, das passt. So, und jetzt die Kurve. Wenn ich hier andocken darf. Heieiei, mach keine Sachen. Irgendwie so und dann zurückschwingen. Oder schwingen wir gleich mal in die Richtung. Würde gehen. Und hier vielleicht noch ein Damm. Oder das Ganze aufschütten. Wisst ihr was? Ich guck mal wieder aufschütten. Achso, nee, das geht natürlich nicht. Ich räume. Moment. Nee, das war sie nicht. Die war's. Jawohl. Kann man so machen. Dann wäre es eingleisig hier. Wir gucken mal, ob wir es eingleisig lassen. Wahrscheinlich sieht es sogar besser aus, wenn wir hier das Ganze zweigleisig machen. Mit der Brücke. Wir gucken gleich. Einmal da rein. Dankeschön. Dann hier einmal rausfädeln. Dankeschön. Ja, ja, das wird zweigleisig. Ich erzähle immer von wegen, wir machen es eingleisig. Und dann haben wir dann doch zwei Gleise. Ich finde es aber tatsächlich schöner. Gut, also hier sind wir schon mal angekommen. Ja, und jetzt mit einer Kurve halt da wieder ans Gleis ran. Sagen wir mal von hier. Aber eben nicht ins Gleis rein, sondern jetzt möchte ich... Oh, okay. Jetzt möchte ich ans Gleis ran. Von hier kommend geht's. Ja, von hier kommend geht's. Und hier diesen Bereich, ich werde ernsthaft mal gucken, wie das mit dem Damm aussieht.
Hier auf die Brücke rauf, da hinten das Teil. Ja, das finde ich so schlecht nicht. Das mache ich. Hier einmal nochmal ein Damm. Nein, ich verspreche jetzt nicht, dass es der letzte Damm ist, den wir bauen. Aber wir bauen nicht mehr allzu viele. Weil sonst haben wir hier Dammhausen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Aber ich muss gestehen, ich finde es eigentlich relativ cool hier mit dem Damm. Sonst hätte ich es jetzt natürlich auch nicht gebaut. Ist auch klar. Hier haben wir gesagt, wir gehen nicht in die Gleise rein, an die Gleise ran. Weil dann machen wir hier nämlich die Biege. Oh lala. Da haut uns das Gleis ab. Haben wir hier eine Steigung gehabt? Ja, ja, klar. Man sieht es hier. Wie wäre es denn, wenn wir da nicht ans Gleis rangehen, sondern unten durch? Mit unserer Höhe. Mit unserer selbstgewählten Höhe. Halt, das muss auch noch weichen. Und dann hier, ja genau. Das Ganze so machen. Hier dran vorbei. Finde ich tatsächlich besser. Die Ausrichtung passt ungefähr. Sonst haben wir hier einen raufenden runter mit den Gleisen, das mir dann auch nicht gefällt. Gehen wir da rein? Ja, das ist unser Gleis für den Kunststoff. Wobei, ja gut, wir nutzen die Gleise eh dann wieder. Also von daher, das können wir auch so machen, dass wir tatsächlich hier reindüsen. Dann wäre das hier mit einer Weiche. Wenn ich die vernünftig hinkriege, einmal Weiche. Mhm. Das ist ja ganz interessant. Das ist ein Gleis. Das müsste doch eigentlich problemlos gehen. Geht ja auch. Schön hier unten kreuzen die Ölzüge. Sauber, einmal den hier. Dann haben wir das, dass wir dort reingehen. Hier haben wir das Ganze auch. Dann kämen wir bereits zu den Signalen in dem Fall. Dann haben wir es ja. Wo wir es doch gerade haben. Also, welches Gleis wir hier nehmen, das gucken wir dann nachher. Wir machen mal das Ganze mit den Signalen. Weil hier fädeln wir aus. Das heißt, das müssen wir neu machen. Signal, aber nicht ein Tunnelsignal. Was haben wir denn hier noch? Moderne. Ja, schau mal, moderne. Das ist genau die falsche Seite. Das wäre das Richtige oder die richtige Seite, glaube ich. Ne, man kann es, glaube ich, auf beide Seiten stellen. Ist aber zu tricky. Haben wir hier noch was? Ne, komm, sind das alles nur Signale für links? Oh, da fliegt wieder eins, auch schön. Hier haben wir eins. Ne, das ist die falsche Seite. Das ist tatsächlich einfach die falsche Seite. Schade, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit hätte, würde ich hier noch ein bisschen basteln. Aber wir brauchen jetzt hier ein Signal. Ich möchte natürlich den Zug dann noch haben. So, jetzt müsste es klappen. Genau, also hier ist die Einfahrt. Dann ist hier eine Einfahrt. Dann ist hier oben dieses Signal. In die Richtung haben wir dort Signale. Das ist okay. Und von hier kommt, hätten wir gerne hier noch eins. Und dann hier den Block. Wobei den Block, den verschieben wir nochmal um 2-3 Meter. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Dann das hier weg. So, der Zug weiß gerade nicht mehr, wie ihm geschieht. Klar, wir nehmen hier... Ach, ist eh noch ein Autosave. Gut, wir brauchen Blöcke. Achso, Autosave ist natürlich dann blockfeindlich. Blocksetzfeindlich, logischerweise. Ja, einmal so. Gerne ein paar Signale, damit wir hier auch ein paar Züge raufsetzen können. Hier vorne ist dann Feierabend. Dann haben wir hier nochmal so ein Teil. Dann machen wir die neue Linie. Das wäre von diesem Güterbahnhof. Einmal hier rauf in diesen rein. Jetzt sehen wir gleich, das müsste ein neues Gleis sein. Ja, sehen wir auch, das wird schön automatisch gemacht. Das wäre für uns dann hier Kunststoff zur Warenfabrik. Passt das so? Jawohl, es ist Kunststoff, der zur Warenfabrik geht. Das passt hervorragend. Haben wir hier ein Depot? Nein, das wäre natürlich auch noch eine Idee gewesen, dass hier noch ein Depot drin wäre, aber man sieht, da hat es keins. Aber warum nicht hier noch eins hinstellen, ein relativ langes? Dann wird das noch ein bisschen voluminöser. Das finde ich jetzt gar nicht falsch von der Idee her. Wir haben doch dieses eine hier. Dieses Monster. Das hier. Ja, das finde ich nicht schlecht. Wo kommen die Gleise raus? Auf der anderen Seite. Ja, das ist gebonkt. Das kommt hier hin. Wir haben ein bisschen sanfter gedreht noch. Möglichst nah ran. Batz. Passt. Gut. Das passt doch hier hervorragend hin. Sehr schön. Können wir nochmal ein paar Gleise rausziehen. Und dann können wir hier den Zug kaufen. Geht das? Ich kann hier sogar andocken. Aber da bringt natürlich nichts. Ich komme hier nicht rein. Da müssen wir jetzt gucken, wo wir reinkommen. Ah, ich muss es. Ich muss es in kleinen Schritten machen. Man sieht es. Sonst gibt es hier ein Problem. Trotzdem bauen. Ja, wenn ich andocke, geht es. Ja gut, dann docken wir halt an. Also ich möchte mich hier ja auch nicht querstellen. So, mal so. Wo wir mit den Gleisen hingehen, müssen wir noch gucken. Das würde ich mal irgendwie... Ja, wir müssen eh gucken. Hier im Tunnel dann die Einfahrt ist auch irgendwie doof, aber wir können es gar nicht anders machen. Hier eine Brücke rüber und dann dort ins Gleis rein. Das finde ich irgendwie auch doof.
Ja, dann müssen wir hier rein. Wir machen das mal. Moment, ich mach's von hierher kommend. Dass wir hier rausgehen. Mhm, das klappt schon mal hervorragend. Jetzt geht's. Zack, und dann aber hier geradeaus. Genau, jetzt müssen wir gucken, die Höhe haben wir. Jetzt wäre es natürlich noch ein Vorteil. Ja, da kommen wir da raus. Das passt. Können wir machen. Wo ist mein anderes Gleis? Hier. Wenn ich jetzt hier reingehe. Jawohl, das funktioniert. Sehr schön. Hier gibt es eine Weiche. Und hier würde ich tatsächlich auch eher dazu neigen, dass wir das hier auch mit Weichen versehen, das Ganze. Zumindest so lange, wie es geht. Doch, es... Oh, nee, da hinten wird es schwierig. Ich sehe schon. Hier komme ich, glaube ich, nicht rein. Doch. Ja, Halleluja. So, Signale. Und zwar die Zwergis. Und dann können wir bereits den Zug kaufen. Hier brauchen wir drei. Ich sag gerne immer wieder, braucht man nicht. Aber ich finde es halt gut, wenn hier sozusagen die Ausfahrt vom Depot auch reguliert ist. Das wäre dann mal einmal hier und dann sicher hier vorne noch. Da können wir sogar hier zwischendrin noch eins machen. Dann können ein bisschen mehr Züge rausfahren, weil das ist ja nur in die Richtung logischerweise. So, und hier geht es ins Gleis rein und wir werden unseren Zug dann wieder drehen, dass er hier in dieses Gleis reinfahren kann. Okay, was nehmen wir für einen Zug? Wir gucken mal. Das ist keine ewig lange... Moment, was habe ich jetzt gemacht? Moment, nochmal in Ruhe. So, jetzt ein Fahrzeug kaufen. Ist keine ewig lange Strecke. Und warum nicht mal wieder eine Diesel-Lok? Ich gucke mal, was ich bei den Diesel-Loks noch neu dazu gekriegt habe. Hier sowas mit 100 km/h, das sieht schon mal vernünftig aus. Das sind auch sehr schöne Teile. Ja, ich weiß jetzt halt nicht, was hier neu dazu kam. Ich aktiviere immer mal wieder ein paar Lokomotiven. Deutsche Rail Systems. 60 ist mir zu langsam. Ich habe mal 100. Dann haben wir noch ein paar Kanadier oder Amerikaner. Wir haben ganz viele Ludmilla-mäßige. 6 Varianten. 65 ist zu langsam. 60 ist zu langsam. Jetzt sind wir bei den langsamen angekommen. Ja, auch eine 60er. Okay. Also klar, wenn ich jetzt hier natürlich wieder Lokomotiven aktiviert habe, dann gucke ich natürlich auch, was wir haben. Baureihe E80, das ist doch auch ein sehr schönes Teil. Hat ein bisschen was Krokodiliges. Ach, das ist doch eh das deutsche Krokodil. Die haben wir leider schon. Ja, dann nehmen wir. Moment, ich hab's gleich. Ich scroll nochmal wild runter. Ludmillas haben wir halt schon. Das sind doch 60 km/h. Das ist mir dann tatsächlich wieder zu langsam. Die Stadler Butler haben wir auch schon. Schon wieder 60. 100. Komm, dann nehmen wir hier diese RFID 145 mit 100 km/h. Warum haben wir hier das Ganze nur in Gelb? Das gäbe es auch in Orange. Ne, zu langsam. Wir nehmen diese 100er. Bitte hinzufügen. Was hat die für eine Power? Geht. Dann machen wir da eine Doppeltraktion. Cargo, wir transportieren Kunststoff. Was haben wir hier für schöne Wagen? 100 km/h wäre die Mindestanforderung. Das würde bei denen schon mal gehen. Haben wir da nicht noch was Spezielles? Hier haben wir die ganzen schönen... Oh, die hier. 100, guck mal, das passt. Die nehmen wir. Ich glaube, die haben wir tatsächlich noch nicht. Also das würde mich wundern, wenn wir die irgendwo haben. Alleine schon, weil eben 100 eigentlich eher zu langsam ist für unser... Für das, was wir jeweils wollen. 214 machen wir hier, dann sind wir bei gut. 198 und dann machen wir drauf. Komm, das gibt 3 Züge. Da machen wir gar keine langen Sachen. Das sind im Prinzip zu viele, weil wir kriegen nie so viel Kunststoff. Da fehlt das Öl. Hier fehlt natürlich der Stahl noch, das ist mir auch klar. Da gucken wir gleich. Mir geht es um den Verkehr, den wir hier auf der Schiene haben werden. Da, wir kommen aus dem Depot raus. Gehen wir mal gucken und dann haben wir bereits wieder eine Mitfahrt. Das ist natürlich der Vorteil an eher, sagen wir mal, kurzen Strecken, dass wir relativ schnell natürlich zur Mitfahrt kommen. Auch eine interessante Lokomotive, okay. Oh nö, und leere Wagen. Okay, nee, das werde ich nochmal ändern, weil wir kriegen hier nicht so viel Kunststoff, dass das Sinn macht, dass wir hier mit leeren Wagen rumfahren. Ich denke, das versteht ihr. Fahrzeug verwalten, das konnte ich nicht ahnen. Ändern. Oh, das wäre fast schlau, wir machen die nochmal neu. Oder kriege ich die hier relativ schnell weg? Also die können wir löschen. Dann können wir den hier dann einfach wieder in rauen Massen nehmen. Und jetzt müssen wir schnell gucken. Cargo. Wagen, die tatsächlich sozusagen die halt schon eine Ladung haben. Jetzt sehe ich aber hier das Tempo nicht beim Ändern.
Ja, kommt. Ich denke, die hier, ich weiß welche. Moment, nehme ich die und die hier, die machen, da sehe ich das Tempo. 120, das ist okay. Machen die dazu. Dann hier unten haben wir das Ganze noch in braun. Ist doch auch ein schöner Güterzug. Und jetzt hier. Und die weg. So, mach mal weg. Geht nicht weg, okay. Wenn ich das jetzt hier... dann keine Züge sind. Ja, ich kann die hier verkaufen. Wir machen mal ändern. Dann haben wir den und dann machen wir hier klonen, klonen. Dann haben wir die drei wieder. So, gut. Man sieht, dann haben wir hier die Wagen. Das passt. Dann können wir eigentlich auch gleich mal einsteigen. Wir werden aber den Zug nochmal drehen, habe ich gesagt. Oh, wir haben aber keine Hupe. Das ist natürlich ein bisschen schade. Oh, das sieht aber schon relativ gut aus, finde ich. Interessanter Sound. Hat ein bisschen was von einem Flugzeug. Mhm. Oh, jetzt startet das Flugzeug und hinten startet gerade der andere Kollege noch. Das ist irgendwie ganz nett. Wie sieht das hier aus drinne? Ah, oh, spartanisch. Okay, gut. Damit können wir aber leben. Einmal ins Tunnel rein. Und wie gesagt, wir werden den drehen, dass wir da in unseren Bahnhof noch reinfahren, logischerweise. Das möchte ich noch sehen. Kann wieder Probleme geben, je nachdem, wie die Signale stehen beim Depot. Und wir haben eh rot. Jetzt drehen bringt natürlich noch gar nichts. Ah, da kommt er halt daher. Jetzt drehen bringt natürlich noch gar nichts. Wir müssen erstmal ins Gleis rein, das ist klar. Aber das müsste der Einzige sein, der rausfährt. Ich hoffe, jetzt fährt nicht gleich noch einer rein. Von da hinten. Da ist es halt mal eingleisig. Warum ist es denn jetzt hier noch eingleisig? Ich habe es eigentlich... Achso, das ist die Depot-Einfahrt. Das ist schon zweigleisig. Das passt. Aber der muss jetzt halt erstmal dort noch am Signal vorbei. Der Kollege. Und wenn wir Pech haben... Ne, der Zug, der entgegenkommt, ne, der muss uns nicht interessieren. Der hat ja ein eigenes Gleis. Das passt schon. Wie sieht es denn aus, wenn wir uns hier hinsetzen? Das hat doch auch was Schelmisches. Finde ich cool. Na, jetzt fährt der wieder rein. Das heißt, wir werden dort hinten wahrscheinlich jetzt Probleme haben. Ich frage mich, ob das jetzt tatsächlich... Ne, kommt, wir fahren nicht in den Bahnhof rein. Wir sind gestern in den Bahnhof reingefahren. Weil ich bin fast sicher, hinten mit den anderen Zügen, die noch auf diese Linie wollen, gibt das irgendwann ein Durcheinander. Wenn da der andere noch drin steht, lassen wir für einmal. Wir haben den Bahnhof ja tatsächlich gesehen. Wir düsen die Strecke mit und dann werden wir gucken, die Stahlproduktion haben wir ja, dass wir uns darum kümmern. Oder, was natürlich auch sinnig wäre, ist, dass wir wirklich schnell bei der Ölproduktion gucken, dass wir dort noch irgendwie Rohöl kriegen. Das müssen wir uns tatsächlich auch noch dringend ansehen. Cool, irgendwie dieses Gelb hat was. Das ist irgendwie was auch nicht schelmisch. Ich kenne nicht allzu viele gelbe Lokomotiven. Das sieht aber schon nett aus. So, und wir haben tatsächlich Ruhe, wir können fahren. Setzen uns hier nochmal rauf. Da kommt bereits einer entgegen. Aha, ja, das ist wieder, weil ich geklont habe. Dann sind die wahrscheinlich aus einem anderen Depot gestartet. Das ist aber in Ordnung, dann verteilen sich die Züge. Dann haben wir die nicht alle... wir sind auf einer Brücke. Dann habe ich die, nicht alle irgendwie... Dann haben wir die nicht alle irgendwie zusammen. Das ist schon okay. So, da unten, das müsste... Müssen wir da hin? Sag mal, ich habe aber schon Gedächtnis. Ne, das ist das Ölteil. Ne, ne, hier müssen wir dran vorbei. Hier vorne gehen wir raus aus dem Gleis. In eigenes Gleis rein. Genau, hier sehen wir es. Einmal rüber. Jawohl. Einmal die Kurve und einmal diesen. LKWs brauchen wir in dem Sinne nicht. Da fällt mir aber ein, jemand hat noch geschrieben, Oberböser hat noch immer keine Busse. Da müssen wir uns dann auch noch drum kümmern. Aber ja, wir haben noch ein paar Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Das ist ja das Schöne. Uns wird es hier definitiv nicht allzu schnell langweilig. Schön, der Bahnhof. Auch mit den Zügen, mit den vielen Zügen. Und wir sind hier mit 50 km unterwegs, das ist überschaubar. Allerdings, wir haben dort auch rot gerade. Ne, jetzt hat es umgeschaltet. Wir können fahren. Da unten haben wir auch noch ein Gleis. Guck mal, was hier nicht angeschlossen ist. Wo wollte das denn mal hin? Haben wir wahrscheinlich einfach mal gelegt für spätere Sachen. Ganz klar, das sah jetzt aber auch gerade gut aus da hinten. Da sind auch gerade noch mal ein paar Züge durchgerauscht. Ja, ich liebe es. Ich sage es in jeder Folge fast wieder. Aber ich habe wirklich meine Liebe irgendwie zu dem Spiel einfach irgendwie noch nie verloren. Es ist halt Modelleisenbahn. Es ist für mich wirklich die virtuelle Modelleisenbahn. Genau so, wie ich die eigentlich irgendwie wahrscheinlich schon vor 40 Jahren geliebt hätte. Ja, wahrscheinlich ist gut. Das macht einfach Spaß. Diese Züge, es ist einfach nur schön. Kann ich nicht erklären, muss ich aber auch nicht erklären. Wenn ihr hier guckt, dann habt ihr wahrscheinlich das Gleiche im Kopf.
dass das halt wirklich einfach eine extrem schöne virtuelle Modelleisenbahn ist. So, wir sind angekommen in unserem Gleis. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, bevor wir jetzt anfangen mit dem Stahl, weil da kann es auch sein, dass wir zu wenig Stahl haben natürlich. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir da Rohöl noch hier hinschaffen. War das hier? Müssen wir hier hin mit dem Rohöl? Nee, müssen wir nicht. Wir müssen, wo müssen wir denn hin mit dem Rohöl? Hier auch nicht. Hier oben, da haben wir das Öl und hier haben wir das Rohöl, beziehungsweise hier muss das Rohöl hin. Wir haben hier alle Gleise belegt, ich kann hier aber problemlos nochmal ein weiteres dazu machen und kann das eigentlich sogar, müsste das nicht theoretisch sogar so gehen, dass ich hier hinten raus kann auf der Seite, das müsste man irgendwie hinkriegen. Oh, schaut mal, das ist ja auch ein schönes Bild hier. Da kommen alle drei Züge gerade gleichzeitig an. Sehr schön. Die einen bringen Rohöl, die anderen nehmen Öl mit. Wow. Sehr nett. Gut, das ist halt eben, aber guck, das ist doch die Modelleisenbahn. Das ist sie genau. Oh, mit diesen vielen Zügen. Ja, ich finde das gut, dass wir jetzt wirklich mehrere Züge auf den Linien haben, dass wir da nicht mehr sparen. Gut, also Rohöl. Vielleicht haben wir ja irgendwo gerade mal noch irgendwo eine Rohöl-Dingens, eine Rohölquelle. Auch nicht wirklich. Hier unten. Ne, die haben wir hier tatsächlich, die ist im Beschlag, sozusagen. Dann setzen wir hier nochmal eine und machen hier halt nochmal eine Strecke hin. Und zwar, ja, ist jetzt natürlich einfach wieder die Gretchenfrage, wohin? Jetzt sind wir in die Richtung gegangen, hier mit der Fabrik. Hier hinten die Rohölquelle und dann irgendwie hier unten lang und hier in die Gleise rein. Wäre zum Beispiel eine Idee. Was haben wir hier noch? Das haben wir von Weg. Kommt, hier kommt unser Rohöl hin. Wir setzen nochmal eine Fabrik. Rohöl, jetzt nehmen wir den speziellen Bahnhof. Das heißt dann aber auch, das war das Rohöl. Das heißt dann aber auch tatsächlich, dass wir ein bisschen gucken müssen, dass wir nur Dieselzüge nehmen können. Das ist auch klar. Dock das hier an. Jawohl, zack, einmal so. Hurra, wir haben Öl gefunden. Eine Straße, das muss jetzt aber meiner Meinung nach nichts Städtisches mehr sein. Das können wir mit so einer machen. Kollision, das ist aber auch hier. Was ist denn das hier? Das glaube ich, habe ich hier mal einen Wanderweg gebaut? Ich glaube, das ist der Wanderweg. Müssen wir anders machen. Oh, wir kollidieren. Komme ich hier überhaupt noch raus? So. Okay, machen wir so. Dann schwingen wir hier ein bisschen zurück. Und dann schwingen wir hier möglichst gerade rauf. Und da rein. Ja, können wir machen. Sauber, dann hängt das am Netz. In die andere Richtung. Lass uns mal. Ich möchte jetzt hier... Das ist schon ein Wanderweg. Hier haben wir einen Wanderweg gebaut, der hier durch den Wald durchgeht. Hier oben. Genau, mit einer Brücke und allem Möglichen. Auch nicht schlecht. Und hier haben wir noch... Hier haben wir auch noch eine Brücke. Wo führt das denn hin? Achso, nee, das ist keine Brücke. Das ist einfach, dass wir das angeschlossen haben. Ja, lassen wir mal. Wir könnten mit der Straße natürlich noch nach hier vorne. Aber okay. Gut, jetzt Kollege Bahnhof. Jetzt schauen wir doch mal schnell. Und zwar... Der hier. Da wird da geladen. Oh, das ist natürlich schon sehr nett. Anzahl Pumpen in der Mitte. Da könnte man ein Riesenteil hinsetzen. Allerdings müssen wir auch ein bisschen gucken, dass wir natürlich hier noch dranhängen. Was passt denn hier noch rein? Und das ist hier hinten noch. Hier ist nochmal irgendwie Bahnhof. Ja, jetzt wird es langsam voll hier. Machen wir mal zwei Pumpen, Gleise. Ja, eigentlich ist es eine Linie. Aber der Optik zuliebe machen wir zwei. Wow, 24. Okay, jetzt wird es ein bisschen groß. Mit 8. Mit 8 scheint es noch zu gehen, aber ich muss die nochmal drehen. Das passt. Das könnten wir irgendwo mal noch ganz riesig hinstellen. Verbindungsrohr. Ich muss halt aufpassen, das unbemanntes Tor ist geöffnet. Hersteller machen wir mal. Nö, nicht unbedingt. Fasslagerung 100, Brennstoffverbrauch. Okay, verbraucht er auch noch was? Okay, das ist irgendwie nicht der Bahnhof, den ich gemeint habe, aber das ist natürlich ein extrem cooles Teil. Hängen wir da wirklich an dem Teil dran? Wie ist es, wenn wir dich hier hinsetzen? Reicht wahrscheinlich genau nicht. Hier haben wir so ein bisschen von krumm nach schief. Dann müsste das doch dort auch noch andocken. Ja, ich bin nicht ganz sicher, wo ich dich haben möchte. Irgendwie, das ist ja nur der Wanderweg hier. Das ist ja irgendwie Mumpitz. Sollen wir hier noch eine Straße lang ziehen? Bin ich überhaupt richtig? Doch. Ja, hier haben wir die Straße hier runter. Wenn ich das Ding hier daneben stelle, das müsste ja auch gehen. In die Richtung gedreht. So. Und dann haben wir hier das Gleis. Und dann gehen wir dort raus. Gefällt mir auch nicht. Irgendwie
ist noch schwierig. Da haben wir das Ganze dann völlig erhöht. Ich finde es hier am besten. Wir stellen das mal hier hin und gucken, ob wir das nicht irgendwie hinkriegen mit der Straße, dass das irgendwie da an dem Ölding dranhängt. Also an Rohöl. Sanft drehen. Sag mal, ging doch gerade. Das ist doch irgendwie Chrom. Wenn ich jetzt hier drücke, müsste das doch irgendwie... Jawohl, Bart, genau den hier. Wo haben wir hier die Straße? Hier hinten haben wir die Straße. Das könnte tricky werden. Hier haben wir noch eine Straße. Oh, guck mal, aber hier kann ich es anschließen. Gut, das bringt uns aber natürlich zum Thema Bahnhof nicht viel. Nee, zum Thema Ding dort. Das ist zu weit weg. Kann sein, dass ich das nochmal kappen muss. Ja, da kommen wir. Das wird nicht funktionieren. Moment, hier raus. Aha, das geht dann sowieso schon wieder nicht. Weil das zu nah am Wanderweg ist. Ich bin versucht, hier den Wanderweg zu kappen. Wobei, ob das was bringt. Also hier sind wir mal drin. Doch, hängt dran, oder nicht? Moment, nochmal gucken in Ruhe. Doch, doch. Doch, hängt dran, tatsächlich. Sehr gut, dann haben wir ein bisschen Glück gehabt. Das ist ja auch in Ordnung. Dann geht es hier gleich mal. Als erstes gibt es hier einen Bahnübergang. Wobei, wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir hin müssen. Bevor wir irgendwas mit Bahnübergängen machen. Wir sind in Zabakuk und... Wo wollen wir hin? Nach da hinten. Genau, würde heißen. Zum Beispiel hier oben raus, hier eine Kurve wäre was Schönes. Oder hier irgendwie in die Richtung. Ja, da müssen wir gucken, wie wir das am besten machen. Hier vielleicht an die Brücke ran. Macht das Sinn? Würde uns nach hier vorne führen. Und dann müssen wir eben hier um die Kurve rum. Das könnten wir eigentlich, glaube ich, machen. Dass wir hier an die Straße, an die Brücke andocken. Lass mich mal schnell gucken, das versuchen wir mal. Ich sehe, die Folge ist leider eh schon wieder vorüber. Das ist ja schon ein Kreuz. Wie schnell das immer geht. Also das funktioniert. Da kommen wir im Prinzip rein. Ja, dann würde ich das, glaube ich, glatt so machen. Allerdings natürlich dann vielleicht doch mit einer Brücke. Und warum nicht vielleicht sogar mit der hier? Da haben wir noch Fahrzeuge. Die irgendwie alt sind. Was ist das für eine Brücke, um Himmels Willen? Jetzt hier die Brücke finden. Es muss nicht unbedingt die gleiche sein. Die hat doch auch einen gewissen Reiz. Aber irgendwie wäre es halt schon nett. Wenn wir die jetzt hätten. Ja, plus minus fast. Schwierig. Die ist es auch nicht. Nee, die ist es auch nicht. Die ist es. Da habe ich sie doch tatsächlich gefunden. Zack, einmal den. Dann hier vielleicht sogar zweigleisig. Würde gehen. Wie sieht das aus mit dem Geländer? Das ist dann wieder Mumpitz. Dann machen wir das ab hier dann zweigleisig. Gut. Wir sind mit der Folge eh durch, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir haben einiges gemacht, würde ich sagen, in Sachen ja, Kunststoffproduktion und nachher Warenproduktion. Wenn wir das mit dem Rohöl haben nach da hinten, dann läuft ja die Ölproduktion besser. Und danach werden wir gucken, dass wir hier noch Stahl reinbringen in die Warenfabrik. Und dann werden wir Waren herstellen. Sehr schön. Danke euch fürs Zusehen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.